Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Lambayeque produziert täglich bis zu 15 Tonnen der traditionellen Süßigkeit King Kong. Wir präsentieren den neuen süßen King Kong mit 7 Geschmacksrichtungen aus Lambayeque mit Johannisbrot, Vanillapudding, Quinoa, Blaubeere, Kaffee, Passionsfrucht und Lukuma. Unsere Tour durch Lambayeque geht weiter. Diesmal in einer Fabrik, in der King Kong hergestellt, produziert und verarbeitet wird, eine beliebte Lambayecan-Süßigkeit, die auf Alfajor-Füllung basiert und mit Delikatesse gefüllt ist. Efrain Makasi, einer der Produzenten von King Kong in Lambayeque, sagte, dass bis zu 15.000 Tonnen dieser traditionellen Süßigkeit produziert werden. Hier in Lambayeque werden täglich durchschnittlich zwischen 15.000 und 20.000 Liter Milch produziert, die Manja Blanco für King Kong produziert. Wir sprechen von 12 bis 15 Tonnen King Kong pro Tag, die in der Produktion in der Stadt Lambayeque produziert werden. Ebenso wies er darauf hin, dass es in Lambayeque zwischen 30 und 40 Marken gibt, die King Kong herstellen, und dass ihre Fabrik King Kong Real den King Kong mit 7 Geschmacksrichtungen auf den Markt bringt, der in diesem Land eingeführt werden soll. Monat Juli. Wir sind es gewohnt, den traditionellen King Kong mit 2 oder 3 Geschmacksrichtungen oder rein weißen Delikatessen zu sehen, aber bei dieser Gelegenheit haben wir der weißen Delikatesse verschiedene Geschmacksrichtungen natürlicher Früchte hinzugefügt. Hier haben wir es mit Johannisbrot und Sherry Moya gemischt. Die Quinoa, die wir stärken, ist schon süß, die Blaubeere mit Kaffee, die Passionsfrucht und die köstliche Lukuma, sagte er. Als nächstes erwähnte er, dass die Fabrik die Initiative ergriffen habe, diesen neuen King Kong mit 7 Geschmacksrichtungen in einer einzigen Schachtel zu packen. Irgendwann nannte man es das King Kong der 200-Jahr-Feier, aber wir mussten den Namen ändern, da er für diese Daten nicht so passend ist, sagte er. Ein anderes Mal wies er darauf hin, dass die peruanische Süßigkeit King Kong auf nationaler Ebene in die südlichen Departements des Landes wie Cusco, Apurímac, Tacna und Arequipa exportiert wird und dass sie international eher exportiert wird den Vereinigten Staaten und Europa. Im Ausland gibt es noch keinen Massenkonsum, fügte er hinzu. Andererseits erklärte er, dass sich die Produktion von King Kong im Vergleich zu den Vorjahren, in denen sie von der Pandemie und sozialen Konflikten betroffen war, um 60 bzw. 70% erholt habe. Geschichte des King Kong Dulce de Seas. Seine Entstehung geht auf das Jahr 1920 zurück. Victoria Mejia de Garcia kreierte zusammen mit einer Gruppe von Frauen dieses Dessert, um die beliebtesten Bevölkerungsschichten zu ernähren. Später nahm Victoria den Namen der Straße an, in der sie lebte, San Roque, dem Ort, an dem diese Alfajores zubereitet wurden, um das Rezept patentieren zu lassen und die heute landesweit bekannteste Marke zu schaffen, King Kong San Roque. Dieses Dessert erhielt seinen kinematografischen Namen, weil es sich auf den Gorilla aus dem Film King Kong bezog, da es sich um einen riesigen zylindrischen Alfajor handelt, der 2 Kilo wiegt und 18 cm hoch ist. Darüber hinaus wurde es mit dem King Kong Ziegel in Verbindung gebracht, der zum Bau von Mauern verwendet wurde, wodurch die rechteckige Form, genau wie diese Ziegel, für die Vermarktung kleinerer King Kongs von einem halben bis ein Kilo entstand. Der peruanische King Kong ist eine Süßigkeit, die als Kulturerbe der Stadt Lambayeque in der nördlichen Küstenregion des Landes anerkannt ist. Es handelt sich um einen riesigen vierschichtigen Alfajor-Keks, gefüllt mit Ananas-Bonbons, Port-Delikatesse und Erdnuss-Bonbons. Ein traditionelles Dessert, das knusprige Kekse kombiniert, die auf der Zunge zergehen, und mit Füllungen umhüllt ist, deren Aromen zwischen Zitrusfrüchten, Milchprodukten und Karamell liegen. Deshalb zeigen wir Ihnen in kostenlose Rezepte, wie Sie King Kong süß zubereiten. Lass es uns tun. 1 Zutaten. Für den Keks. Minus 330 Gramm Mehl. Minus 1 Prise Instant Trockenhefe. Minus 1 Prise Salz. Minus 3 Eigelb. Minus 95 Gramm Wasser. Minus 80 Gramm Butter. 2 für die Ananassüßigkeit. Minus 300 Gramm Ananas.
minus 100 Gramm Zucker, eine halbe Tasse. 3 für die White Port Delikatesse. Minus 1 Dose Kondensmilch. Minus 400 Gramm Zucker, 2 Tassen. Minus 1 halbe Dose Kondensmilch. 4 für die Erdnusssüßigkeit. 2 mittelgroße Süßkartoffeln. 50 Gramm Honig. 150 Gramm geriebener oder fein gehackter Shonkaka. 100 Gramm geröstete Erdnüsse. Vorbereitung. So bereiten Sie King Kong Süßigkeiten zu. Schritt 1. Beginnen Sie mit der Zubereitung des Kekses. Mehl, eine Prise Hefe und Salz in eine Schüssel geben. Die flüssigen Zutaten Eigelb und Wasser unterrühren. Beginnen Sie mit dem Kneten. Sie werden feststellen, dass ein trockener Teig entsteht. Schritt 2. Als nächstes fügen Sie die Butterwürfel für Würfel hinzu. Weiter kneten, bis eine weiche und homogene Teigkugel entsteht. Wenn Sie den Vorgang beschleunigen möchten, können Sie dies mit Hilfe einer Küchenmaschine mit Brothaken tun. Schritt 3. Rollen Sie den Teig aus und wickeln Sie ihn in Plastikfolie ein oder legen Sie ihn in einen Beutel mit Reißverschluss. Lassen Sie es mindestens 30 Minuten ruhen. Schritt 4. Nach Ablauf der Ruhezeit den Teig in eine rechteckige Form ausziehen, bis er etwa einen halben Finger dick ist. Schritt 5. Legen Sie den Teig auf einen Teller mit einer Silikonmatte oder Backpapier und stechen Sie ihn ein, damit er gleichmäßig und ohne viele Luftblasen wächst. Schritt 6. Teilen Sie es in 4 gleiche Teile, aber schneiden Sie es noch nicht, sondern markieren Sie es nur. Bei 150 Grad Celsius backen, nach 15 Minuten den Teller entfernen und entlang der Markierungen schneiden. Den Teller zurückstellen und weitere 30 Minuten backen, bis die Oberfläche leicht golden ist. Bei Zimmertemperatur aufbewahren. Schritt 7. Bereiten Sie separat die Ananasbonbons vor. Für die Zubereitung die Ananas zunächst waschen, schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden, nach Belieben auch reiben. Schritt 8. Als nächstes in einen Topf geben und den Zucker hinzufügen. Stellen Sie die Hitze auf ein Minimum, damit die Flüssigkeit langsam verdampft und eine sehr dichte Ananasmarmelade entsteht. Denken Sie daran, sporadisch umzurühren, um ein Anbrennen der Basis zu verhindern und die leuchtend gelbe Farbe zu erhalten. Buchung. Schritt 9. Für die Topfdelikatesse Milch, Zucker und Kondensmilch in einen anderen mittelgroßen Topf geben. Auf die Hitze bringen und gut vermischen. Lassen Sie es aufkochen und rühren Sie weiter, bis es eindickt. Wenn Sie bemerken, dass sich Schaum bildet, bewegen Sie sich schnell oder nehmen Sie ihn für ein paar Sekunden vom Herd, damit er nicht überläuft. Nach 30 Minuten sieht es aus wie eine leichtere Dulce de Leche, also vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Schritt 10. Zum Schluss bereiten Sie die Erdnussbonbons vor. Beginnen Sie damit, die Süßkartoffeln zu waschen, zu schälen und in dicke Scheiben zu schneiden. In einen anderen Topf geben, mit heißem Wasser bedecken und weich kochen lassen. Schritt 11. Wenn die Süßkartoffeln gar sind, sieben Sie sie ab und zerstampfen Sie sie, um ein seidenweiches Püree zu erhalten. Schritt 12. Gießen Sie dieses Püree in einen Topf und fügen Sie Shonkaka, Honig und einen Spritzer Wasser hinzu, bis es bedeckt ist. Schritt 13. Lassen Sie es kochen, bis die Shonkaka vollständig schmilzt und wie eine dichte dunkelbraune Paste aussieht. Denken Sie daran, umzurühren, um ein Anbrennen zu vermeiden. Schritt 14. Zum Schluss Erdnussstücke oder Erdnussbutter hinzufügen, um die seidige Textur zu erhalten. Schritt 15. Stellen Sie das Dessert zusammen, das heißt, legen Sie einen Keks als Basis, verteilen Sie die Erdnussbonbons darauf, bedecken Sie ihn mit einem weiteren Keks, füllen Sie ihn mit der Köstlichkeit und bedecken Sie ihn erneut mit einem weiteren Keks. Schritt 16. Die Ananasbonbons verteilen und mit einem Keks bedecken. Jede Füllschicht sollte etwa 1 cm dick sein. Schritt 17. Zum Schluss die Seiten füllen und glätten. Anschneiden, servieren und guten Appetit. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und teilen Sie uns ein Foto des Endergebnisses mit. Fertig, ein Gaumenschmaus. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.